So, willkommen meine lieben Freunde, zurück zu Edna bricht aus. Das letzte Mal haben wir uns den Fahrschein für den Aufzug besorgt, allerdings sind wir leider darauf gekommen, dass es die falsche Karte ist, nämlich die Karte mit der Nummer 3, während der Alumann die Karte mit der Nummer 2 hat. Das heißt, wir müssen heute dem Alumann die Karte mit der Nummer 2 abnehmen. Schauen wir mal. Hey Alu! Hallo Edna, was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den Kann ich Kleiderbügel den haben? Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Okay. Ich Okay, muss wir langsam müssen mal ihm den weiter. anderen einfach Pass geben. auf dein Vielleicht funktioniert Karma das. auf. Wahrscheinlich sogar. Hat bis jetzt auch immer funktioniert. Also Kleiderbügel mit Aluman. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha. Und jetzt willst du tauschen. Das Wir wäre tauschen, wir supi. tauschen. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Ist er wirklich? Vollkommen unprätentiös. Und wir haben den Kleiderbügel Nummer 2. Ein Holzbeinhalter. Ah, das kennen wir Aber wo schon. ist das Holzbein? Na gut, sehen wir mal, ob wir den Wäschelift benutzen können. Da gab es jetzt etwas, was auch sehr mühsam war, bis ich drauf gekommen bin, was man hier machen muss im Aufzug. Ah ja, stimmt, wir müssen es ihm zeigen, gell? Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Okay. Wir sind im Wäschelift. Da ist Herr Mantel. Ich komme nicht dran. Wir Hallo da sprechen mit drüben. ihm. Oh, eine neue Nachbarin. Wer Wer bist bist du? du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin. Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Oh. Wohnst du Wohnst etwa etwa hier? hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Sehe schon. Wo fährt der Lift Wo hin? fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt drei Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Also schon etwas länger. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Das ist ein Hinweis, Herrschaften. Unfassbar. Auf das kommst du nie drauf, wenn du das nicht Das ist weißt. wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Gibt es Motten? hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf?
Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach, das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Okay. Ein Reinigungsstück. Die Wäscherei hat das gut verpackt? Tja, dann benutzen wir gleich mal. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Ärgerlich. Anschreiben. Ha, das funktioniert. Noch mehr Säcke. Können wir die anschneiden? Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Wir wollen alles ruinieren. Hey, das ist ein Plakat. Das können wir auch beschmieren. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Das kennen wir schon von unten. Was sagst du zu dem? Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Oh. Dann lass uns weitersuchen. Hey, das ist ein Stromzähler. Habe ich den jemals gesehen? Harvey verbraucht keinen Strom. Und trotzdem läuft und läuft und läuft er. Ich bin wie dieser Hase aus der Batteriewerbung. Nur eben mit Gehirn. Mach mal Licht. Das ist aber nett. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Tja. Können wir das Ding... Nein, der verbraucht keinen Strom. Okay, wir können es also nicht kaputt machen. Schade eigentlich. Na gut, sollen wir das Licht brennen lassen? Ja, wir lassen es brennen, was soll's. Okay, jetzt sind wir in einem Bereich, der ist fürchterlich, weil hier gibt es einen Haufen Türen, die wir eigentlich die ganz schwer voneinander zu unterscheiden sind. 1, 2, 3, 4 Türen. Machen wir die ganz hinten zuerst oder ganz vorne zuerst? Machen wir ganz vorne zuerst. Ich habe keine Ahnung, was da drinnen ist. Oh, ein Klo. Hey, ein Schlauch. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Oh. Sieh nur, Harvey. Eine Schlange! Los, hol das Inventar raus! Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Okay. Okay, ich habe einen Plan. Wir bringen der Schlange einen Cocktail. Aber das Schirmchen tarnen wir als Obst und das Obst als Cocktail. Und wenn sie sich dann am Obst verschluckt, überfahren wir sie mit dem Motorrad. Jetzt brauchen wir nur noch das Motorrad. Oh. Es sollte rot sein. Gut. Ein paar nette Pläne für die Schlange. Okay, ich habe einen Plan. Wir legen den Topflappen hier auf den Boden und wenn die Schlange danach schnappt, trittst du ihr auf die Hände. Worauf wartest du denn noch? Auf die Pointe. Topf. Okay, ich habe einen Plan. Wir füllen Leim in den Topf. Dann stellen wir den Topf über die Tür.
Wenn die Schlange dann ihren Bau verlässt, um zur Arbeit zu gehen, springen wir aus unserem Versteck und werfen mit Konfetti. Okay. Wie war der Anfang noch gleich? Was? Du hast nicht mitgeschrieben? Verflucht. Okay. Das ist tatsächlich ziemlich verrückt. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Da hat er nicht ganz unrecht. Okay, ich habe einen Plan. Wir gehen in die Politik und verfassen ein Gesetz, das alle Schlangen Brombeeren verwandelt. Sobald das Gesetz verabschiedet ist, springen wir hinter dem Parlamentsgebäude hervor. Der Rest ist warten und Brombeeren pflücken. Die, die nach Wasserschlauch schmeckt, ist unser Kandidat. Oh. Ich weiß nicht. Ich hasse Brombeeren. Dann muss ich dich leider ausschalten, Edna. Du gefährdest den Plan. Okay. Jetzt haben wir noch die Gabel. Oh, wir pieksen sie nur. Nein, da sagt sie wahrscheinlich das gleiche wie... Ich glaube, man dekoriert Cocktails eher mit Schirmchen und Obst. Oh. Wozu eigentlich die Schirmchen? Damit man nicht in den Drink niest? Eigentlich eine gute Frage. Okay, ich habe einen Plan. Wir kneten ein Brot um den Kleiderhaken. Und wenn die Schlange dann Marmelade drauf schmiert, beißen wir rein. Aber dann sind wir in unsere eigene Falle getappt. Der Plan ist nicht perfekt, na und? Von dir habe ich noch gar keine Vorschläge gehört. Das stimmt, da hat er nicht ganz unrecht. Okay, ich habe einen Plan. Du lenkst die Schlange ab. Ich telefoniere derweil mit dem Anwalt der Schlange. Wir reden über dies und das und wenn ich aufgelegt habe, bin ich so aufgewühlt, dass ich nicht mehr weiß, wie der Plan angefangen hat. Okay. Hey, wir machen schmutzig. Captain Unbrauchbar. In diesem Bild ringt Captain Unbrauchbars Handy in der Schlange vorm Arbeitsamt. Okay, ich habe einen Plan. Ich lenke die Schlange ab. Du schleichst dich von hinten an sie ran und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. Wie meinen wir sie noch? Yay! Okay, gut. Nein, kann ich nicht benutzen. Na gut. Lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Reden wir mit der Schlange. Entschuldigung, aber sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Der ist sauber genug. Okay, wir können ihn also nicht füllen. Das war nicht. Da ist immer noch ein Fleck. Raus, verdammter Fleck. Raus, sage ich. Schaut doch immer widerlich aus. Na gut. Okay. Hier gibt es nichts zum Sehen. Ich glaube, in dem ganzen Raum gibt es nichts, was man braucht für das Spiel, was natürlich super ist. Auf der nächsten Tür, was ist das? Achso, naja, da sind wir raus. Na dann, nach rückwärts. Hey. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Doch jemanden, den wir nicht Wer kennen. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder, Hoti. Okay. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen.
Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Mhm. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Okay. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Tja. Bis später. Auch da habe ich ziemlich lange gebraucht, um herauszufinden, was man mit ihnen machen muss. Man muss nämlich... Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Man muss sie nämlich tatsächlich trennen. Was passiert? Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Mhm. Wollt ihr die Cocktailkarte sehen? Nein, danke. Da steht ja sowieso nur Stinktrink drauf. Und dann ist der Weg zur nächsten Kloschüssel einfach kürzer. Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Woran würde ich die erkennen? An der USB-Schnittstelle und der digitalen Überdruckanzeige. Oder einfach an den zwei Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein schnöder Ein-Mann-Strohhalm. Dann kannst du ihn behalten. Okay. Dafür brauchen wir die Zickzack-Schere, soweit ich mich entsinnen kann. Still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Okay, wir müssen weggehen. Sie sind dann irgendwann mal weg und dann müssen wir nochmal hinkommen und dann können wir ihr Dings dreckig machen. Wir müssen ihr Dings dreckig machen, weil sonst können wir in der nächsten Station nicht aussteigen. Na gut, aber das wissen wir noch nicht. Also lassen wir es jetzt nochmal bleiben. Ja, wie schon gesagt, hier habe ich einige Zeit verbracht. Ja, da ist eine Tür, die nicht aufgeht und hier gibt es noch die Tür, die ist auch noch wichtig. Da lernen wir jetzt, glaube ich, den letzten Insassen kennen, den wir noch nicht kennen. Keine Zeit auszuruhen. Okay. Was ist das? Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hm. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Sehr gut. Okay, schau mal zum Sichtfenster.
Ah. Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ich bin die neue Reinigungskraft. Ich bin der neue Wärter. Ich bin der neue Therapeut. Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Okay. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Ja, das haben wir schon ausgesagt. Man könnte sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Tja. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Ja. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Mhm. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Mhm. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Okay. Klingt simpel, aber... Simpler Plan. Wie komme ich auf die andere Seite des Gitters? Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Na, danke. Vielleicht für das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Okay. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Ja, das ist im Übrigen der Grund, warum wir Hoti und Moti frei kriegen mussten. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Okay. Gold wäre ideal. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das wissen wir eigentlich schon. Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Mhm. Das haben wir schon mitgekriegt. Wir müssen ihn aufs Klo kriegen. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz. Und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen. Selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Okay. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Tja, auch das haben wir uns schon fast gedacht. Dazu brauchen wir den Löffel für den Almovida-Typen. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. Okay. So weit sind wir noch lange nicht. Das habe ich befürchtet. Okay, ist euch klar, was wir tun müssen? Wir haben einige Sachen aufgekriegt. Zunächst einmal
müssen wir den Generalschlüssel besorgen. Diesen Generalschlüssel müssen wir mit Ton und Gold zu einem Ersatzschlüssel machen. Wenn wir das haben, können wir den Typen da rausholen und wir können uns ein Auto suchen. Tja, na gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Das ist eine gute Frage. Mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Okay, gefährlich. Was heißt über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein. Und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Hm. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Okay. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Ja, auf seine Hilfe können wir wirklich verzichten, aber ich fürchte, wir kommen nur mit ihm raus. Ja, an dieser Stelle werden wir wieder abbrechen und das nächste Mal weitermachen. Mal schauen, was Poki zu dem Raum sagt und dann hören wir auf. Dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt. So. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Screens nebeneinander halten. Okay, wir werden es nicht machen. Da gibt es noch einen Mistkübel. Ich habe nur wichtige Sachen. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au. Harvey, benimm dich. Okay. Herrschaften, wie schon gesagt, wir machen hier Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne gute Nacht und bis bald. Ciao.